Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute erzähle ich einmal einfach so eine Geschichte, einen Schwank aus meiner Jugend. Nee, ich habe mich ja, wo ich nur Hasch verkauft habe und langsam angefangen habe, Koks zu verkaufen, bin ja da selber auch reingerutscht. Das heißt, ich habe mal immer mehr geholt und immer öfter geholt, weil ich halt angefangen habe, das selbst zu konsumieren und weil es mir gefallen hat. Und ich habe euch auch vom Harold schon erzählt, dass es so ein linker Sega war. Und ich habe euch auch vom Toni schon erzählt. Und auch vom Klausi, ne, der in Giesing gewohnt hat. Harold hat auch in Giesing gewohnt. Und da ist es mal gewesen, ne, wie ich sitze beim Klausi rum, dann kommt der Toni an und meint, er hat einen Harold abzockt. Ich sage mir, bist du verrückt, Alter. Den kann man doch nicht einfach so abzocken. Hey, das ist einer, hey, der ist irre. Der weiß, dass wir hier abhängen, der wird hierher kommen. Und just in dem Augenblick klingelt das Telefon und der Bruder vom Harold ist dran und fragt halt, ob der Toni da ist. Und der Klausi sagt, nee, der ist nicht da. Und dann meint er, ja, er kommt gleich mal vorbei. Na, ist er mit dem Taxi angefahren kommen, hä? Und wir sind raus auf dem Balkon und da war auf der rechten Seite so ein Feuer, eine Feuerleiter, und da sind wir raufgestiegen und sind dann zum Nachbarn oben drüber auf dem Balkon und haben uns da ganz ruhig verhalten. Stanley war dann auch da und Harold war auch da, der stand ihm nämlich dann hinten, also wir sind da hochgeklettert und dann haben wir Geräusche gehört, dass einer über einen Zaun steigt und dann stand halt er hinten draußen und hat geguckt, ob wir da abhauen. Ja, der war not amused mit dem, was wir da gemacht haben. Komm mal her, kleiner Schlumpf, du. Schleißt da dauernd rum um meine Beine. Kennt der ja. Der hat mal wieder Bock zum Crashen. Dem ist langweilig, ne? Wir spielen gleich. Ja. Und nach der Aktion her, als der dann wieder gegangen war, sind wir wieder zurück zum Klausi und sagen, hey, oder was hast du dem Ding klingt, dass der gleich so krass draufkommt? Nee, heute hat 50 Gramm Steinkoks raus. Dann hat er mal 10 Gramm davon gegeben. Ich glaube, es waren 10. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das so ein Behälter, wo man beim Arzt normalerweise die Stuhlprobe abgibt. Ja? Die haben so ein kleines Löffelchen drin und so ein Röhrchen voll Bares. Ich erinnere mich nämlich noch ganz genau an dieses Röhrchen, weil ich mit dem Toni dann später noch zu Fuß von Giesing aus zum Marienplatz marschiert bin, wenn wir so drauf waren, wenn wir so auf Koks waren, dass wir halt so marschieren wollten und quatschen und alles. Und ich habe ihm mit diesem Löffelchen so einen Schub voll unter die Nase gehalten, damit er sich das reinziehen kann. Und dann war aber da ein Steinchen, das genauso groß war wie sein Nasenloch. Und das hat es erstmal nach oben gezogen und hat das Nasenloch verstopft. Und er zieht den Irrer und alles fällt runter auf einen Kloboden. Und wir waren im öffentlichen Klo da am Isartor oder irgendwie so. In der S-Bahn. Also richtig dreckiger Assi-Boden, aber das hat dem nichts ausgemacht und mir auch nicht. Wir sind da runter auf dem Boden und haben uns diese Steinchen wieder aufgesammelt und dann im Mund und so, weil die halt zu groß waren für die Nase. Wir waren so pervers zu an dem Tag her. Wir haben, glaube ich, die zweite Nacht schon nicht geschlafen. Es hört sich zwar so alles ganz witzig an, gell, aber eigentlich ist das überhaupt nicht witzig, sondern eigentlich total erbärmlich. Dass man da so in einem öffentlichen Klo steht und sich da die zweite Nacht in Folge schon Koks in den Kopf reinhaut und überhaupt nichts mehr wirklich richtig mitkriegt und eigentlich schlafen müsste. Und aufgrund dessen weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was wir da gemacht haben. Ich weiß bloß noch, dass wir da zum Andi wollten, weil der uns günstige LSD-Trips angeboten hat. Andi war leider zu dem Zeitpunkt schon auf Age und die Trips hat es natürlich nicht gegeben. Der hat uns bloß heiß geredet, der hat uns alle möglichen Bildchen, die ihm eingefallen sind, aufschwatzen wollen und hat uns Sachen erzählt, wie krass gut die wären und hat uns auch so Fantasiedinger. Da habe ich sofort gemerkt, dass er lügt, weil er dem LSD etwas zugesprochen hat, was halt einfach nicht kann. Ne? Und also von der Wirkung her.
dass man ganz bestimmte Dinge sehen soll. Und dann haben wir schon gewusst, hey, der labert nur, weil er unsere Kohle haben will. Und so war es dann auch. Als wir da angekommen sind, war Andi gar nicht da. Es war auch besser so, weil wir haben dann erfahren, dass er andere Leute abgezockt hat, indem er da mit Schläger gestanden ist und gewartet hat, bis die kommen. Der Andi war halt auch bloß so ein Lauch wie ich, noch kleiner, noch schlanker. Und der hätte niemanden abzocken können. Ne? Hat er aber. Immer wieder. Und das war halt dann auch am Ende sein Ende. Eines Tages hat er da brutale Überdosis gehabt, hey, und die hätte er sich niemals selber gemacht. Weißt du, was ich meine? Andi ist draufgekommen, auch wegen so einem Scheißkacke. Das war auch ich kenne ihn noch als kleiner Junge. Da war ich selber noch sehr jung natürlich, gerade mal so 16, 17. Wo ich ihn kennengelernt habe, war ich 14 und er war 10 oder so. Und dann haben wir uns aus die Augen verloren. Ja, und ich war dann schon volljährig, dann habe ich einmal erfahren, ja, in Neuperlach im Wald gibt es Bombentrichter, ne, vom Zweiten Weltkrieg noch. Das sind da im Wald, da hat er so eine Trichter. Und da war er mit jemandem Wundbenzin schnüffeln. Und er lag mit dem Kopf nach unten, Richtung Trichterboden halt, mit den Füßen Richtung oben, und hat so einen Himmel raufgeschaut, so stoned, wie alt das so war. Und hat in der Hosentasche dieses Wundbenzin und es ist ausgelaufen. Ja, das ist aber nicht, haben sie aber nicht gemerkt. Da war noch ein zweiter dabei. Dann wollte sich eine Zigarette anzünden. Ja, kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Dann stand da sofort in Flammen. Es gab so eine kleine Explosion, dann stand da in Flammen. Der andere hat ihn auch nicht, war halt auch perplex, sagt halt bloß so, hey, du brennst. Und hat aber nicht wirklich viel machen können. Er ist dann losgerannt und Spaziergänger haben ihn ja wohl dann gefunden, haben die Flammen gelöscht und Krankenwagen geholt und dann war er erstmal im künstlichen Koma und als er wiederkam, hat er sich an vieles nicht mehr erinnern können und er kannte auch mich nicht mehr. Erst später hat er sich wieder erinnert. Da hat er dann kifft wie ein Weltmeister und er hat mir das erste gute Gras angebracht. Das waren schwarze Blüten. Da hat er mir auch schon so eine Horrorstory erzählt, sagt, hey, das kommt aus Afrika und das Gras dort, hey, das ist so stark, das hat so viel Harz, dass es sich selbst erstickt und deswegen sind die Blüten schwarz. Ich habe ihn ausgelacht für die Geschichte, aber dieses Gras, Alter, das hat mir so die Füße weggezogen und ich vermute mal, dass das aus Spanien war und das eins der ersten Indoor-Sachen waren, halt auch in den 80er Jahre irgendwann einmal, weißt du, 1980er, da gab es noch keinen Skunk, das war vor der Skunk-Zeit, aber es war ein gutes Weed und das erste Mal, dass ich was richtig Gutes an Weed geraucht habe, davor habe ich nur, kannte ich nur Haschisch. Auf alle Fälle ist dem sein Leben halt durch diese Situation da im Wald, also sein Unfall, was er da hatte, da war dann auch so mit Narben ein bisschen am Hals entstellt und die Hände im Gesicht, das sah richtig, richtig hübscher junger Mann war das, aber der Körper war halt voller Narben. Und das hat ihn psychisch so belastet, dass er halt seinem großen Bruder, dem Conny, den hat er halt danach geeifert. Und der war halt dadurch schon zu dem Zeitpunkt auch schon auf Age. Und hat aber jeden gewarnt, hey, wer mein Bruder Heroin verkauft, der ist tot. Ja. Es hat nicht lange gedauert, dass er selber dann drauf gekommen ist, auch der Andi. Und dann halt eben, wie ich schon erzählt habe, ein richtig linkes Arschloch geworden ist. Wie halt jeder, der drauf ist. Ne? Und darf ein Junkie, der drauf ist, nicht dran. Der Typ, der dabei war, den hat der Conny jedes Mal, wenn er ihn irgendwo gesehen hat, verdroschen. Ja. Wenn er auf der Straße gesehen hat, ist aus dem Auto raus und hin und hat ihn richtig zusammendroschen, weil der Schuld dran hat, dass sein Bruder diesen Unfall hatte, sagt er. Er hat das halt nicht verkraften können, dass er den nicht gelöscht hat, dass er zwar mit ihm da in den blöden Bombentrichter hängt und Benzin schnüffelt, aber nicht hilft, wenn halt dann was passiert. Gell? Das hat ihn halt richtig... Ja. Das letzte Mal habe ich den Typen gesehen, wo ich in Bernau war. Da war aber kein Lauch mehr, sondern da war richtig groß und aufgepumpt, weil ihn das natürlich auch, ja, das fand er natürlich auch nicht lustig, jedes Mal verdroschen zu werden bis zum Gehtnimmer. Dann hat er sich halt aufgepumpt. Conny habe ich auch getroffen da in Bernau und dann habe ich halt ihm das auch gesagt, der ist da, aber ich würde nicht hingehen und den jetzt verdreschen. Sein Gesicht hat sich sofort versteinert und er wollte natürlich dann dahin. Ob er es gemacht hat, weiß ich nicht, weil dann habe ich ihn nicht mehr wiedergesehen. Ich bin ja dann auf Therapie gegangen.
Tja, Leute, ihr seht es halt, es ist unweigerlich, wenn man sich dem verschreibt. Und sobald man auf härtere Sachen umsteigt und da guckst dazu, ist der Spaß auch vorbei. Beim ersten Mal macht es vielleicht noch Fun, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, aber spätestens beim dritten Mal ist da schon was anderes dabei. Da ist dann die Gier, man möchte nichts abgeben, man möchte es am besten heimlich machen, damit niemand fragt, ob er was kriegt. Boah, da hat man dann die Kontrolle schon verloren. Peace out.